Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns haben Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Manchmal brauchen wir einfach die Gelegenheit, um zu trauern, um zu weinen, um zu klagen. Und wie wir heute sehen werden, ist dies keineswegs gegen Gottes Gebot. Es ist keineswegs gegen das, was uns die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt uns, dass es in der Tat Zeiten gibt, wo wir weinen, wo wir klagen sollten. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo wir Freude haben sollten. Richtig verstanden sollte das christliche Leben ein Leben der Freude sein. Wir lesen zum Beispiel im Buch Prediger, und ich möchte hier kurz diese Stelle nur anführen, ohne sie jetzt aufzuschlagen, aber in Prediger Kapitel 9 und Vers 7, dass wir unser Brot mit Freuden essen sollen, dass wir unseren Wein mit einem guten Mut trinken sollen. Im Buch der Sprüche heißt es im 29. Kapitel in Vers 6, dass wir unseren Weg fröhlich gehen sollen. Der Gerechte wird beschrieben als jemand, der seinen Weg geht und dabei fröhlich ist. Nun, das sollte uns auch nicht überraschen, denn wir lesen ja über die Frucht des Heiligen Geistes, und eine der Charakteristika dieser Frucht ist die Freude. Im Römerbrief lesen wir im 12. Kapitel und in Vers 12, dass wir fröhlich in Hoffnung sein sollen. Und Johannes sagt uns im 3. Brief in Vers 4, dass er keine größere Freude kennt als die, wenn er hört, dass Christen den wahren Weg gehen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte im 13. Kapitel und in Vers 52, dass die Jünger mit Freude erfüllt wurden und mit dem Heiligen Geist, was wiederum bedeutet, dass die wahre Freude ein Produkt, ein Charakteristikum des Heiligen Geistes ist. Wir finden auch in Apostelgeschichte 15 und Vers 3, dass die Jünger sich freuten, als sie von Paulus und Barnabas hörten, dass den Heiden der Weg zum Heil eröffnet worden war. Es heißt dort, dass beide, also Paulus und Barnabas, mit der Erklärung ihrer Erzählung allen Brüdern große Freude machten. Wir lesen auch, dass Jesus Christus sich im Heiligen Geist freute und dem Vater dankte, dass er die Wahrheit den Unmündigen, in Anführungszeichen, offenbart hat und gleichzeitig sie aber den sogenannten, wie soll ich sagen, denjenigen, die also scheinbar meinten, das Wissen mit Löffeln gefressen zu haben, denen hatte er diese Wahrheit eben nicht offenbart. Und Sie lesen dies in Lukas im 10. Kapitel und in Vers 21. Also die sogenannten Weisen dieser Welt, die kennen die Wahrheit Gottes nicht. Aber die Unmündigen dieser Welt, diejenigen, die als Narren bezeichnet werden von diesen Weisen, denen hat Gott die Wahrheit offenbart. Und Christus freute sich darüber im Heiligen Geist, dass dies der Fall war. Aber gleichwohl müssen wir verstehen, dass das Leben eines Christen nicht immer Freude sein kann. Der Christ wird Schmerz, Trauer, Leid erfahren an sich selbst, an anderen. Und Gott erwartet, dass man in solchen Zeiten seine Trauer nicht verbirgt, dass man weint, wenn einem zum Weinen zumute ist. Christus wird als ein Mensch beschrieben, voller Schmerzen, voller Krankheit. Wir lesen dies im Jesaja-Buch, im 53. Kapitel, in Vers 3. Aber wir dürfen die Perspektive nicht verlieren. Viele lassen sich so von der Trauer übermannen, dass sie dann in Depression fallen. Das ist nicht mit dem gemeint, was die Bibel uns sagt. Es wird uns zum Beispiel im 2. Korintherbrief gesagt, im 6. Kapitel und in Vers 10, dass Paulus ein Trauriger war, aber allezeit fröhlich. Nun, das hört sich als ein Widerspruch an, ist es aber nicht, wie wir heute sehen werden, wenn man dies in richtiger Weise begreift. Im Jakobusbrief lesen wir, im 1. Kapitel und in Vers 2, dass wir Schwierigkeiten, Probleme als Freude erachten sollen. Und wir lesen das gleiche im 1. Petrusbrief.
Im 4. Kapitel, in Vers 13, es heißt dort, wir sollen uns freuen, wenn wir mit Christus leiden. Also Freude und Leid werden hier nicht als Gegensatz bezeichnet und beschrieben, sondern als etwas, was sich miteinander ergänzt. Nun, Hebräer Kapitel 12 und Vers 11 sagt uns auch, dass, wenn man natürlich durch Leid geht, zunächst einmal dies nicht unbedingt so aussieht, als ob man sich darüber freuen sollte. Das heißt, jede Züchtigung scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Aber Paulus fährt auch fort, uns zu sagen, dass wenn man die Lektion gelernt hat, wenn man den Grund der Leiden erkannt hat, dann wird man letztendlich eine gerechte Frucht haben, eine Frucht der Gerechtigkeit, dann wird man die wahre Freude wiederum erleben können, die ja letztendlich das Ziel eines solchen Leides war. Aber wir sehen in der Bibel, dass Gerechte, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, von Zeit zu Zeit trauerten, weinten, Leid trugen. Und es wird keineswegs gesagt, dass dies in irgendeiner Form verkehrt war. Schauen wir uns einmal die berühmte Stelle im Predigerbrief an, im 3. Kapitel, Prediger 3. Und das ist ja auch dann die Stelle, der ich den Titel der heutigen Predigt, Weinen hat seine Zeit, entnommen habe. Prediger Kapitel 3, zunächst einmal in Vers 1. Da heißt es, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. In den englischen Bibeln heißt es hier auch vielfach, jeder Zweck unter dem Himmel hat seine Stunde, hat seine Zeit. Mit anderen Worten, was wir jetzt lesen werden, hat einen Zweck. Ist nicht zufällig über uns gekommen, es hat einen Zweck. Und so lesen wir hier dann in Vers 4. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Es sind also gewisse Zeiten da, die wir begreifen müssen. Es gibt also eine Zeit zu weinen, zu klagen, zu trauern. Schauen wir uns Prediger Kapitel 7 an. Prediger Kapitel 7, die Verse 2 bis 4. Da lesen wir, es ist besser, Prediger Kapitel 7, angefangen Vers 2. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen, und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Vers 4. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Nun, dies bedeutet nicht, dass man als Christ immer mit einer traurigen Miene herumlaufen muss, dass man sich nie freuen darf, das ist keineswegs hiermit gemeint. Es geht hier um gewisse Zeiten, wie wir ja gelesen haben. Es ist manchmal gut, in ein Trauerhaus zu gehen, wenn jemand dort gestorben ist, um sich zu vergegenwärtigen, dass dies das Ende aller Menschen ist. Jeder Mensch wird sterben. Und wir sollten begreifen, dass mit dem Tod aber nicht alles aufhört. Dass jeder Mensch, der gestorben ist, wieder auferweckt werden wird zum Leben. Und er wird dann vor dem Gericht Gottes stehen, um Rechenschaft abzulegen für das, was er in seinem Leben getan hat. Schauen Sie, manche sind so verzweifelt, dass sie an Selbstmord denken. Sie nennen das Freitod. Und sie begreifen nicht, dass wenn sie sich dazu entschließen, sich umzubringen, dass das kein Ende aller Dinge ist, dass das keine Lösung darstellt, im Gegenteil. Schauen Sie, wenn Sie schlafen, dann wachen Sie nach einer gewissen Zeit auf. Sie haben dann nicht unbedingt einen Begriff davon, eine Vorstellung davon, wie lange Sie geschlafen haben, wenn Sie am Abend einschlafen und am Morgen aufwachen. Das Gleiche gilt bei dem Tod. Der Tod ist ein Schlaf ohne Bewusstsein. Sie schlafen ein, sie sterben und in der nächsten Sekunde ihres Bewusstseins leben sie wieder. Also der Freitod, den sie gewählt haben, hat in keiner Weise eine Lösung herbeigeführt, im Gegenteil. Sie wachen mit all den Problemen auf, die sie hatten, als sie starben und hinzu kommt jetzt noch das Problem oder die Sünde des Selbstmords. Es ist also gut, sich darüber klar zu werden, was unsere Zukunft bedeutet. Und es ist manchmal gut, sich in Klage
über sein eigenes Leben zu befinden. Es geht nämlich hier um einen Vergleich. Es geht darum, dass jemand, der in Sünde lebt, sich darüber nicht freuen soll, sondern er soll sich darüber klar werden, wie er lebt, was er tut, darüber klagen, Leid tragen, dass er so gelebt hat, wie er gelebt hat, und alles tun, was er tun kann, um das zu ändern. Denn letztendlich geht es ja darum, dass wir alle Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir in diesem Leben tun. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 33 an und schauen wir uns an, was hier über jene gesagt wird, die weinen werden, die klagen werden. Warum werden sie es tun? Was ist der Grund? Hier ist ein Grund, der uns sehr wichtig sein sollte, wenn wir die Wahrheit Gottes erkennen und verstanden haben. Jesaja 33, Vers 7. Siehe, die Leute von Ariel schreien draußen, die Boten des Friedens weinen bitterlich. Und dann in Vers 9, das Land sieht traurig und jämmerlich aus, der Libanon ist zu Schanden geworden und verdorrt, Scharon ist wie eine Steppe, Baschan und Karmel stehen kahl und so weiter und so fort. Schauen Sie, es sind die Botschafter des Friedens, die Boten des Friedens, die weinen. Die weinen, weil sie die Katastrophe miterleben und möglicherweise auch schon voraussehen, die über diese ganze Erde kommen wird, inklusive die Länder des Nahen Ostens. Wir sind heute Botschafter für Jesus Christus. So werden Christen beschrieben. Wir sind diejenigen, die die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkünden sollen, damit Jesus Christus zurückkommen kann. Aber wir verstehen auch, dass es eine schreckliche Zeit geben wird, und darüber werden wir noch sprechen. Wir müssen Gefühle haben für das, was geschieht. Wir dürfen das nicht routinemäßig tun, weil wir halt einen Auftrag erhalten haben, sondern wir müssen auch Emotionen empfinden, Sympathie, Mitleid für das, was geschehen wird. Für eine Welt, die am Rande der Selbstzerstörung sich bereits jetzt schon befindet und die sich selbst zerstören würde, wenn Jesus Christus nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen. Schauen wir uns an, was Christus in Matthäus Kapitel 5 uns sagt. Matthäus Kapitel 5 und in Vers 4. Matthäus Kapitel 5 und Vers 4. Selig sind, also mit anderen Worten, glücklich zu preisen sind, die da Leid tragen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Aber um getröstet zu werden, müssen sie zunächst einmal Leid tragen. Und so sagt uns Christus im Parallelbericht des Lukas, in Lukas Kapitel 6 und Vers 21, sogar noch deutlicher, was mit Leid tragen gemeint ist. Lukas Kapitel 6 und Vers 21. Da sagt er zunächst einmal, selig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Und das kann sich auch auf den geistlichen Hunger nach dem Wort Gottes beziehen. Denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Schauen Sie, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Wenn wir uns unser Leben anschauen und erkennen, dass wir sündigen, dass wir uns abkehren müssen von dem, wie wir heute leben, dann ist das nicht die Zeit des Lachens. Dann ist das die Zeit des Weinens, des Leidtragens, damit wir uns ändern können, damit wir getröstet werden können, damit wir wieder lachen können. Es ist also nicht verkehrt, Emotionen zu zeigen, in Zeiten der Not, in Zeiten des Leids, in Zeiten des Unglücks. Im 1. Buch Mose Kapitel 23, im 1. Buch Mose Kapitel 23 lesen wir, was Abraham tat, als seine Frau, seine geliebte Frau Sarah, starb. Ich weiß, in unserer aufgeklärten westlichen Welt, da wird einem so gesagt, ja, also die Mädchen, ja, die weinen, die Jungen, die weinen nicht. Und man wird als Junge so mehr oder weniger erzogen, dass man eben Emotionen nicht zeigen soll, gerade auch in Deutschland. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. 1. Mose 23, angefangen in Vers 1.
Sarah wurde 127 Jahre alt. Damals wurden die Menschen noch älter als heute. Und sie starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Also er hat sich nicht gescheut, dies zu tun. Er zeigte seine Emotion für seine geliebte Frau, die gestorben war. Nun, Abraham wusste, dass Sarah wieder auferweckt werden würde. Darum ging es nicht. Und gleichwohl weinte er natürlich darüber, dass er seine Frau verloren hatte. Wir lesen etwas Ähnliches im 1. Buch Mose, Kapitel 50. 1. Buch Mose, Kapitel 50 und in Vers 10. 1. Buch Mose, Kapitel 50 und Vers 10. Das ist der Zeitpunkt, wo Jakob, der ja dann auch Israel genannt wurde, starb und er wird jetzt bestattet. Und Josef, der ja in Ägypten war, wohin ja auch dann Israel gekommen war, der beweinte ihn. Und schauen Sie, wie das hier beschrieben wird. 1. Mose Kapitel 50 und Vers 10. Als sie nun nach Goren Atad kamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage. Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater 7 Tage. Also wir sehen hier, er hielt Totenklage, eine feierliche Klage für seinen Vater für 7 Tage. Mit anderen Worten, er weinte diese Zeit über, er trug Leid. Im 5. Buch Mose, Kapitel 34, in 5. Buch Mose, Kapitel 34, da lesen wir, was geschah, als Mose starb. Angefangen in Vers 7. 5. Mose 34, angefangen in Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden, seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten, und damit gehören auch Gerechte hinzu, wie zum Beispiel Josua, der ja dann die Nachfolge von Mose antreten würde, oder die anderen Gerechten im Volk Israel, die beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Schauen Sie, es hat nicht für alle Zeit angedauert. Im Falle des Jakob klagte man 7 Tage. Im Falle des Mose klagte man 30 Tage, aber dann war die Zeit des Klagens vollendet. Schauen Sie, Paulus sagt uns, dass wir nicht klagen sollen und trauern sollen wie die, die keine Hoffnung haben, wenn ein geliebter Mensch von uns geht, weil wir ja wissen, dass dieser Mensch wieder auferweckt werden wird. Sein Tod ist nicht das Ende aller Dinge, wie ich sagte. Aber gleichwohl bedeutet dies nicht, dass wir nicht in solchen Augenblicken weinen und klagen sollten. Schauen wir uns an, was in Apostelgeschichte Kapitel 20 geschrieben steht. Apostelgeschichte Kapitel 20 und die Verse 37 bis 38. Die Jünger hatten keinerlei Hemmungen, ihre Emotionen zu zeigen, wenn dies notwendig war. Apostelgeschichte 20, angefangen Vers 37. Da lesen wir, da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn dann auf das Schiff. Paulus hatte denen gesagt hier, in Ephesus, dass er sie nicht mehr sehen würde. Er wusste, dass er letztendlich einen gewaltsamen Märtyrertod erleiden würde. Und die Jünger verstanden dies und sie weinten darüber. Sie klagten darüber, über diese Tatsache, die sie sich vorstellen konnten. In Johannes Kapitel 16 lesen wir interessante Aussagen von Jesus Christus zu seinen Jüngern, zu uns heute, die wir seine Jünger sein wollen. Johannes Kapitel 16, angefangen in Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Aber wie ich eben schon sagte, um die Traurigkeit in Freude zu verwandeln, muss man zunächst einmal Traurigkeit haben. Vers 21. Eine Frau, wenn sie geboren ist oder wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen,
dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Und es ging ja auch darum, dass sie wussten, dass Christus eine schreckliche Zeit durchmachen würde. Auch nun habt ihr Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Nun, das bezog sich damals auf die Jünger, die Christus wiedersehen würden nach seiner Auferweckung. Aber das bezieht sich auch auf uns heute. Schauen Sie, wir haben heute ein Leben der Trauer, wenn wir uns umblicken in dieser Welt und wenn wir auch verstehen, dass andere Trauer haben oder dass wir selbst traurig sein müssen über unsere Unzulänglichkeiten. Aber wir werden Christus sehen, wenn er zurückkommt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, wie wir im 1. Johannesbrief lesen. Christus weinte. Christus hatte Trauer über den Tod eines geliebten Menschen. Schauen wir uns dies in Johannes Kapitel 11 an. Es geht mir heute darum, uns daran zu erinnern, dass es nicht falsch ist, Emotionen zu haben. Und dass es in gewissen Zeiten wichtig ist, die richtigen Emotionen zu haben. Johannes Kapitel 11 und Vers 35. Es geht hier um den Tod des Lazarus. Und Christus kam, ihn aufzuwecken. Und er sieht gleichwohl die Trauer all derer, die jetzt da weinen und klagen über den Tod des Lazarus. Und es heißt hier in Vers 35, und Jesus ging in die Augen über. Nun, nicht unbedingt sehr gut übersetzt. Im Griechischen heißt es schlicht und ergreifend, Jesus weinte. Jesus weinte. Nun, er weinte darüber auch, dass er so wenig Glauben fand, denn er hatte gerade doch den Menschen gesagt, dass er kam, den Lazarus aufzuerwecken. Aber er weinte natürlich auch darüber, weil er Emotionen hatte und weil er die Trauer und die Klage derjenigen sah, die um ihn waren. Das war nicht die einzige Zeit, der einzige Augenblick, wo Christus weinte. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 5 an. Hebräer Kapitel 5. Und lesen wir angefangen in Vers 7. Hebräer Kapitel 5, angefangen in Vers 7. Und das war Jesus Christus, derjenige, der Gott war, der Mensch wurde, Fleisch und Blut wurde, um für Sie und für mich zu sterben, damit wir ewiges Leben haben könnten, damit unsere Sünden vergeben werden könnten. Es war dies kein leichtes Opfer, das er brachte. Es war dies kein Spazierweg im Park, wie man so schön sagt. Es war dies eine sehr schwierige Aufgabe für ihn. Und er wusste das. Eine Sünde, eine Übertretung des Gesetzes hätte genügt, den Plan Gottes zunichte zu machen. Keinerlei Vergebung für den Menschen erwirken zu können. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 5, angefangen in Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Schauen Sie, er ist nicht vom ersten Tod errettet worden, den musste er ja sterben. Aber er hat zu Gott gebetet, dass er nicht sündigen würde, sodass er nicht den zweiten Tod sterben müsste. Nicht nur für sich alleine, sondern auch für die gesamte Menschheit, die dann ebenfalls für alle Zeit verloren sein würde. So hat er mit Bitten und Flehen und lautem Schreien und Tränen zu Gott gebeten, dass er ihn von dem zweiten Tod erretten würde. Und er ist erhört worden. Gott gab ihm die Kraft, niemals zu sündigen. Aber es war nicht einfach. Er hatte die gleichen Bedürfnisse wie Sie und ich, die gleichen Versuchungen. Satan kam ihn zu versuchen. Die Gesellschaft um ihn herum hat ihn laufen versuchen wollen. Und natürlich musste er auch mit seiner eigenen Natur kämpfen. Und so hat er dann nachher auch gesagt im Buch der Offenbarung, ich habe überwunden und mich auf den Thron seines Vaters gesetzt. So müsst auch ihr überwinden, sagt er ihnen und mir. Vers 8. Und so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Er hat gelernt, gehorsam zu bleiben im Leid, niemals zu sündigen. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm, schauen Sie, gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heiles geworden.
genannt von Gott ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Für alle, die ihm gehorsam sind. Es geht nicht nur darum, kann nicht nur darum gehen, einfach an ihn zu glauben, an einen Menschen zu glauben, sogar daran zu glauben, dass er Gott war und Mensch wurde, für uns starb. Es geht darum, dass man ihm gehorsam ist. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorsam sind. Wir sprechen vom Glaubensgehorsam. Christus sagt uns sogar im Johannesevangelium, dass wenn wir uns weigern, ihm gehorsam zu sein, dann ist der Zorn Gottes nach wie vor über uns. Auf der anderen Seite kann es nicht darum gehen, sich leichtfertig auf den Weg Gottes zu begeben. Ich habe ja mehrfach von der Taufe gesprochen. Schauen Sie, Christus warnt uns. Er sagt, ihr müsst die Kosten überschlagen. Er zeigt uns deutlich, wie ich das heute tun möchte, dass der Lebensweg des Christen nicht immer nur ein einfacher Weg ist, ein Weg der Freude. Es kommt auch Leid. Es muss Leid kommen. Leid gehört dazu, weil wir durch das Leid hoffentlich bessere Menschen werden, wenn wir die Lektion begreifen, die uns Gott geben will. Aber wir müssen natürlich verstehen, dass dies kommen wird. Wir müssen verstehen, bevor wir uns taufen lassen, worauf wir uns hier einlassen. Denn schauen Sie, die richtige Taufe, die dazu führt, dass man den Heiligen Geist erhält, die ist unwiderruflich. Und wir werden davor gewarnt, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, nicht mehr abfallen dürfen vom Weg Gottes. Denn wenn wir dies tun, wenn wir den Heiligen Geist wieder verlieren werden, dann erwartet uns nichts weiter als der zweite, der ewige Tod, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 5 an und lesen wir über die Emotion des Johannes. Der hatte ja diese Vision. Eine Vision, da wurde jemandem dieses Buch mit den 7 Siegeln gezeigt. Gott, der Vater, hat es in der Hand. Und dieses Buch mit den 7 Siegeln hatte sehr große Bedeutung. Es ging darum, Ereignisse zu verkünden, die kommen würden. Aber schauen wir in Offenbarung Kapitel 5 in Vers 3. Da heißt es, niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Also hier wurde dem Johannes in dieser Vision dieses Buch gezeigt und Johannes verstand die Bedeutung dieses Buches, aber es war keiner da, der es auftun konnte, der erklären konnte, was in diesem Buch geschrieben stand. Vers 4. Und ich weinte sehr. Johannes weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Er hatte solche Emotionen, er wusste, wie wichtig das war, diese Wahrheit zu erkennen, zu verkünden, niederschreiben zu können. Und es schien niemand da zu sein, der diese Wahrheit ihm eröffnen konnte. Aber natürlich, wir wissen, dass es Jesus Christus war, das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, der würdig befunden wurde. Und er war es dann, der die 7 Siegel des Buches auftat. Aber Johannes weinte sehr zunächst einmal, zeigte seine Emotion, weil niemand zunächst einmal das Buch öffnen konnte. Wie die meisten von Ihnen wissen, nähern wir uns der Passahzeit. Nun, einige verwechseln das mit Ostern. Passa hat mit Ostern gar nichts zu tun. Ostern ist ein heidnisches Fest, das zurückgeht auf die heidnische Göttin Ostara oder Astarte. Nein, Christus und die Jünger hielten das Passa. Die frühen Christen hielten das Passa am 14. Nisan, dem ersten Monat des hebräischen Kalenders. Und Paulus sagt uns deutlich im 1. Korintherbrief, dass wenn wir an den Symbolen des Weines und des Brotes teilnehmen, die symbolisieren ja etwas, die symbolisieren den Leib und das Blut Jesu Christi. Und wir sollen dies einmal im Jahr tun, nicht wenn wir uns dazu bereit erklären wollen, sondern einmal im Jahr, als eine Gedenkfeier. Paulus sagt, es ist eine Gedenkfeier an den Tod Jesu Christi. Er sagt, so oft ihr von dem Wein trinkt und von dem Brot esst, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Nun, wir hatten schon bereits gesehen, was geschieht, wenn man an jemanden denkt, der gestorben ist. Eine würdevolle, ernste Feier soll es sein. Und so soll dies auch beim Passa, wenn wir an dem Passa-Abend diejenigen, die getaufte Mitglieder
der wahren Kirche Gottes sind, die den Heiligen Geist erhalten haben, die sollen an dem Passa-Abend teilnehmen, an den Symbolen, aber sie sollen es mit einem würdevollen Ernst tun. Eingedenk der Tatsache, dass es um den Tod Jesu Christi geht, an den wir denken sollen. Die Tatsache, dass Jesus Christus für Sie und für mich gestorben ist, und wir hatten gesehen, wie schwierig es doch war, dass er sündenlos sein irdisches Leben leben konnte. Er brauchte das nicht, er war Gott, er wurde Fleisch um Ihrer und um meinetwillen. Und so sollen wir dies respektieren, dies anerkennen und insoweit dann auch die richtige Haltung haben, wenn wir an dem Passahabend teilnehmen. Und Paulus sagt uns auch, wir sollen uns prüfen, bevor wir das Passa nehmen. Wir sollen uns prüfen, um zu sehen, dass wir es in würdiger Weise nehmen können. Es geht darum, dass man zunächst einmal den Heiligen Geist hat. Im Alten Testament durfte jemand, der nicht beschnitten war, physisch beschnitten war, am Passa nicht teilnehmen. Heute sind wir geistlich beschnitten. Wir werden geistlich beschnitten, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, nicht vorher. Das ist ein Grund, warum wir lehren, dass nur getaufte Mitglieder der wahren Kirche Gottes, die den Heiligen Geist erhalten haben, an den Passa-Symbolen teilnehmen sollen. Aber wir sollen uns prüfen. Und wir sollen trauern und weinen und klagen, wenn wir erkennen, dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten, was aber dann zu einer Änderung führen muss. Es geht nicht nur um die Routine des Weinens, darum kann es nicht gehen. Es geht darum, dass wir uns verändern sollen, dass wir eine Änderung vornehmen sollen, dass wir die Sünde ablegen sollen, um in würdiger Weise dann auch zum Beispiel das Passa nehmen zu können, aber auch in würdiger Weise leben zu können. Dem Evangelium Gottes würdig gemäß, dem Reich Gottes würdig gemäß. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 4 einmal an und sehen wir, was Jakobus uns hierzu zu sagen hat. Jakobus ist ohnehin ein sehr wichtiger Brief. Luther, der nicht verstand, dass Glaube ohne Werke tot ist, hat diesen Brief als eine strohene Epistel bezeichnet. Andeuten, dass er doch durchaus große Schwierigkeiten hatte, das Wort Gottes in richtiger Weise zu verstehen. In Jakobus Kapitel 4 lesen wir angefangen in Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Er will nicht, dass wir einen Weg gehen zwischen Unrecht und Recht, dass wir nach der linken Seite hin uns wenden und dann nach der rechten Seite. Er will, dass wir den geraden Weg gehen. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sollen nicht beieinander wohnen. Paulus sagt, was hat die Gerechtigkeit zu tun mit der Ungerechtigkeit? Er sagt in Vers 6, er gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Man ist demütig genug anzuerkennen, dass man gesündigt hat, dass man falsch gelebt hat, dass man sich ändern muss. Die Hochmütigen, die Stolzen sind diejenigen, die eine solche Änderung nicht für notwendig halten, die gar nicht erkennen, dass sie sich ändern müssen. Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder. Heiliget euer Herzen, ihr Wankelmütigen. Und jetzt sagt er in Vers 9, jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es geht also jetzt um diejenigen, die sich reinigen sollen. Es geht um die Sünder, die heilige Herzen erhalten sollen. Die sollen zunächst einmal jammern und klagen und weinen über ihren Zustand. Ihr Lachen, das Lachen der Hochmütigen, das soll sich verkehren in Demut. Und wenn dazu Klagen und Jammern gehört, dann soll dies der Fall sein. Es geht darum, sich zu ändern. Dann ist die Zeit des Weinens heute da, wenn eine solche Stelle sich auf uns bezieht. Wir sollen nicht gleichgültig sein, ist der Punkt, den Jakobus hier machen will.
über die Art und Weise, wie wir leben. Wir sollen uns dessen bewusst werden, wie wir leben und wenn es einer Änderung bedarf, uns zu ändern. Und wer kann sagen, dass er sich nicht in irgendeiner Form ändern muss? In Lukas Kapitel 6 lesen wir Vers 25. Lukas Kapitel 6 und Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Auch hier wieder im Zusammenhang. Diejenigen, die darüber lachen, wie sie leben, die Freunde dieser Welt sind, den Vergnügungen dieser Welt, in Anführungszeichen, nicht abgeneigt sind, aber Vergnügungen, von denen ich hier spreche, die sündhaft sind, die werden klagen, wenn sie letztendlich erkennen, wie sie falsch gelebt haben. Und die Zeit für des Klagens ist für uns heute gekommen, wenn wir begreifen, dass wir uns ändern müssen. Schauen wir uns eine Stelle in Hosea Kapitel 9 an, denn vielfach lebt die Welt so, dass sie sich um das, was Gott sagt, keineswegs kümmert. Aber Gott warnt uns, dass wir uns nicht so verhalten sollen. Hosea Kapitel 9 und Vers 1. Du darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker, denn du läufst mit deiner Hurerei deinem Gott weg und gern nimmst du Hurenlohn auf allen Tennen. Schauen Sie, es geht hier darum, dass Israel, das alte Israel, aber auch die modernen Nachfahren des alten Israels, die, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, sich in Ländern wie Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Kanada und so weiter befinden, die leben nicht in der Art und Weise, wie sie leben sollten. Und wir sollen das auch nicht nur auf Israel beziehen, denn wir sind heute auch Israeliten, geistlich gesehen. Wenn wir nicht so leben, wie wir leben sollten, dann sollen auch wir nicht darüber lachen, sondern wir sollen uns klar werden, dass es einer Änderung bedarf. Im Buch Joel, gehen wir zum Buch Joel, Kapitel 2. Da lesen wir angefangen in Vers 12. Es geht hier um eine Zeit, die uns noch bevorsteht, eine große Drangsalzzeit. Und Gott spricht hier jetzt sogar seine Kirche an. Und er sagt, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten. Manchmal ist Fasten notwendig. Schauen Sie, Fasten, und ich spreche jetzt nicht von einem Gesundheitsfasten, von dem man so viel hört, sondern ich spreche jetzt von dem geistlichen Fasten. Eine Zeitspanne normalerweise von 24 Stunden. Normalerweise beginnt man damit an dem Abend eines Tages bis zum nächsten Abend, wo man sich dann jeglicher Nahrung enthält. Sowohl Flüssigkeit als auch andere Nahrung. Und sich in dieser Zeit auf Gott konzentriert. Das ist manchmal sehr notwendig, wenn man wichtige Entscheidungen zu treffen hat. Oder wenn man sich darüber klar wird, dass man nicht so lebt, wie man leben sollte. Bekehrt euch zu mir, sagt er hier, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Diejenigen, die sich taufen lassen wollen, den möchte ich ans Herz legen, zumindest einen Tag zu fasten, sich darüber im Klaren zu werden, was für eine wichtige Entscheidung dies ist, zu Gott zu beten, den Sinn zu öffnen, damit man erkennt, wo man sich ändern muss, was Gott erwartet, was Gott verlangt. Vers 13, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte, und es gereut ihn bald der Strafe. Aber schauen Sie, Ungehorsam bringt Strafe mit sich. Wer weiß, Vers 14, ob es ihn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer, Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Heute geben wir geistliche Opfer, indem wir uns Gott untertan machen. Aber Zehnten und Opfergaben sind nach wie vor erforderlich und von Gott befohlen. Wie Sie das im Buch Maleachi lesen, aber auch im Matthäus-Evangelium, im Hebräerbrief und anderen Stellen. Vers 15, blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heilige die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer, und die Braut aus ihrem Gemach, mit anderen Worten, in diesem Augenblick
sollten sie alle teilnehmen an dieser, an diesem Gemeindefasten sozusagen, was hier ausgerufen wird. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zuschanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Nun, wir wissen, dass wenn die große Drangsalzzeit kommt, die große Trübsal, einige in Gottes Kirche beschützt werden vor dieser Drangsalzzeit, andere aber nicht. Man kann diese Stelle auch in diesem Zusammenhang lesen. Schauen wir uns nun Matthäus Kapitel 26 an. Hier ist diese berühmte Stelle, wo Jesus Christus bereits dem Petrus vorausgesagt hatte, dass er ihn verraten würde, und Petrus konnte das nicht verstehen. Er konnte das nicht glauben. Er sagte, nein, wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich niemals verraten. Und dann geschah es eben doch, wie wir wissen. Und in Matthäus Kapitel 26, da lesen wir sogar, nachdem er jetzt mehrfach auf sein Verhältnis zu Christus angesprochen wurde und er jetzt Angst hatte, dies zuzugestehen, in Vers 74, da fing er an zu verfluchen, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er erkannte sich selbst. Er erkannte, was er getan hatte. Etwas, was Christus ihm bereits vorher gesagt hatte, nur er hatte das nicht geglaubt. Er erkannte, wie schwach er doch war. Er wusste, er konnte jetzt nichts mehr tun, das rückgängig zu machen, was er getan hatte, aber er bereute zutiefst. Und er weinte bitterlich. Und er erhielt nachher den Heiligen Geist. Und er wurde zu einer der gewaltigen Giganten der Bibel. Aber es bedurfte dieser wahrhaftigen Reue, die wir hier zum Ausdruck gebracht finden. Er weinte bitterlich, als er erkannte, was er getan hatte. Wir lesen, dass wenn wir weinen und klagen, weil wir erkennen, wie wir sind, was wir sind, und uns dann ändern, dann wird uns ein Segen gegeben werden. Schauen wir uns dies im Psalm 126 kurz an. Psalm 126. Psalm 126 und Vers 5. Eine sehr ergreifende Stelle. Eine Stelle, die mir immer Trost gibt, wenn ich daran denke. Ich hoffe, dass sie Ihnen auch Trost geben wird. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Aber wie ich sagte, um mit Freuden ernten zu können, muss man erst einmal mit Tränen sehen. Wir finden eine Stelle im Lukas-Evangelium, die eine Frau beschreibt, die mit Tränen gesät hat und die dann mit Freuden geerntet hat. Auch wiederum eine sehr ergreifende Stelle. Lukas Kapitel 7, Vers 36, die so ungefähr um die Passahzeit herum stattfand, ein wenig vorher. Aber nicht allzu lange vorher. Man könnte an die Selbstprüfung denken, von der Paulus hier sprach. In Lukas 7, angefangen Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Nun, die war eine Prostituierte, die war eine Hure, die war eine stadtbekannte Hure. Und es heißt hier, und als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, da brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Die wusste, wer sie war. Die wusste, dass sie sich ändern musste. Sie verstand aber scheinbar auch, wer Christus war, dass Christus für sie sterben würde, dass sie durch seinen Tod Vergebung ihrer Sünden erlangen könnte. Man muss dies alles in diesem Zusammenhang sehen, warum sie tat, was sie tat. Und so lesen wir. Sie fing also an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Und als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sein Name war Simon, nicht zu verwechseln mit Simon Petrus, also es war ein anderer hier,
Da sprach er bei sich selbst und er sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Also wie gesagt, die wussten alle, die kannten sie alle, die wussten genau, wer sie war. Aber Christus wusste es auch. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Der hatte natürlich nicht gewusst, dass Christus seine Gedanken lesen konnte. Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, das schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und Simon antwortete und sprach, ich denke, dem am meisten geschenkt worden ist. Und er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, das war damals eine Sitte. Wenn man eingeladen wurde, dann wurde einem die Füße von den Dienern gewaschen. Aber du hast das nicht getan. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Es ging damals auch wiederum um eine Sitte, da wurde man so auf die Wange geküsst, so als Zeichen der Freundschaft. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden. Er wusste, dass sie viele Sünden hatte. Andere Übersetzungen haben hier ihre Sünden, die viele sind. Die sind ihr vergeben. Denn sie hat viel Liebe gezeigt. Schauen Sie, sie hat gezeigt durch ihr Verhalten, dass sie Christus liebte, dass sie sein Opfer liebte, dass sie tief bereute, wer und was sie war. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nun, manchen wird auch deshalb wenig vergeben, weil sie eben wenig Reue zeigen. Und Gott vergibt nicht ohne Reue. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Nun, Sünde kann nur deshalb vergeben werden, wenn man als Opfer Jesu Christi glaubt. Also sie verstand, indem sie jetzt die Füße Christi einsalbte und mit Tränen trocknete und so weiter, wer Christus war, was er tun würde, dass er für sie sterben würde. Und da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube, schauen Sie, dein Glaube daran, was Christus tun würde, der hat dir geholfen. Oder auch andere Übersetzungen haben hier, der hat dich geheilt, geistlich gesehen. Geh hin in Frieden. Eine Frau, die Glaubensgehorsam zeigte, die Liebe zeigte. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Man erfüllt das Gesetz dadurch, dass man liebt. Und wenn man viel liebt, dann erfüllt man das Gesetz eben noch auf vollkommenere Weise. Und sie hat sie mit Tränen gesät. Und sie hat mit Freuden geerntet. Wir finden ein weiteres Beispiel in Markus Kapitel 9. Ich möchte das kurz hier aufschlagen, weil leider die meisten deutschen Bibeln es nicht genau übersetzen. Ich möchte hier auf diese unglückliche Übersetzung auch in der Lutherbibel hinweisen. In Markus Kapitel 9 fangen wir in Vers 22 an. Es geht hier um einen Vater, der einen Sohn hat, der dämonisch besessen ist. Und er kam zu den Jüngern und bat die Jünger, ihn auszutreiben, und sie konnten es nicht. Und jetzt kommt er zu Christus. Und er spricht jetzt über das, was geschehen war mit dem Kind in Vers 22. Und oft hat er, dieser Dämon, ihn ins Wasser und ins Feuer geworfen, dass er ihn umbrächte. Schauen Sie, Dämonen sind manchmal sehr gewalttätig. Satan wird ja nicht ohne Grund als der Zerstörer bezeichnet. Wenn du aber etwas kannst, sagt jetzt dieser Vater zu Christus, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nun, hier ist die etwas unglückliche Übersetzung in Vers 24, denn wörtlich übersetzt würde es heißen, da schrie der Vater laut auf und sagte unter Tränen. Er sagte unter Tränen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, die dieser griechischen Darstellung nahe kommt, ist die Gute Nachricht. Die sagt, da sagte der Vater weinend.
Der Vater weinte, weil er verstand, dass er nicht genug Glauben hatte. Und er wusste aber, dass er diesen Glauben von Gott erhalten könnte. Und er wusste auch, dass er diesen Glauben haben musste, damit sein Sohn von diesem Dämon befreit werden würde. Und so bittet er jetzt Christus unter Tränen: Hilf meinem Unglauben. Hilf dem, was mir noch fehlt, damit dieses Wunder vollbracht werden kann. Und Christus hat dieses Wunder dann vollbracht. Wir sollten aber auch Trauer tragen, weinen, klagen, wenn wir Leid anderer Menschen sehen. Wenn wir erkennen, dass andere durch Leiden gehen. Wir sollten Sympathie haben für andere. Wir sollten nicht dem gleichgültig gegenüberstehen. Schauen Sie im Römerbrief im 12. Kapitel. Da wird uns das ja gesagt und nebenbei angedeutet hier. Einige meinen, dass man heute keine Kirche mehr brauchte. Man könnte also individuell ein Christ sein, so individuell seinen Weg gehen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt das genaue Gegenteil. In Römer Kapitel 12 und Vers 15. Er spricht hier die Gemeinde an. Nun, eine Gemeinde setzt voraus, dass da Gemeindemitglieder existieren. Er sagt, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Zeigt Mitleid. Mitleid, da kommt das Wort Mitleiden ja her. Weint mit den Weinenden. 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 26. Und wenn ein Glied, ein Mitglied der wahren Kirche, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Kein Neid, keine Eifersucht. Aber es geht hier darum, dass sie alle mitleiden, mitweinen, wenn ein Mitglied in Schwierigkeiten steckt, Leid trägt. Das ist der christliche Weg. Im Nehemia-Buch im Alten Testament schauen wir uns das erste Kapitel einmal kurz an. Und sehen wir, wie zum Beispiel der Nehemia das praktiziert hat. Nun, der Nehemia, der war damals in Babylon, in der Hauptstadt Susa. Und er lebte eigentlich so im Großen und Ganzen ein sehr angenehmes Leben. Aber er machte sich Sorgen um seine Brüder und Schwestern aus dem Hause Juda. Und so lesen wir in Nehemia Kapitel 1 und Vers 1, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Und da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück, in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Er hatte Mitleid für seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Juda, für die gesamte Situation, die eben schrecklich war. Er hatte dieses Mitleid, wie auch Christus das Mitleid mit uns hatte und hat. Wenn wir leiden, wissen Sie, dass wenn Sie leiden, dass Gott und Christus mitleiden mit uns? Wir werden das noch sehen. Ich werde heute ein paar Minuten länger sprechen als gewöhnlich, aber ich meine, es ist wichtig, dieses Thema ein wenig näher zu betrachten. Ich möchte aus dem Buch Hiob nun vorlesen, im 30. Kapitel, und zwar aus der Elberfelder Übersetzung, in Vers 25. Nun, Hiob, der war ein gerechter Mann, und er hatte nicht erkannt, dass er selbst gerecht war, und das war der Grund auch dafür, dass er die Leiden erdulden müsste, die er erdulden musste. Aber was seine Handlungen anbelangte, lebte er in gerechter Weise. Selbst Satan konnte keinen Fehler feststellen an ihm. Und so lesen wir in Hiob Kapitel 30 eine seiner Charakterzüge, in Vers 25. Da heißt es, oder weinte ich nicht über den, der harte Tage hatte, hatte meine Seele mit dem Armen denn kein Mitgefühl? Nun, eine rhetorische Frage. Die Antwort war ja, er hatte das getan. Er hatte über diejenigen geweint, die harte Tage hatten. Und er hatte Mitgefühl mit denen, die Leid trugen. Und so können wir auch Leid tragen,
auch weinen für andere, weil wir besorgt sind über sie. Nun, es kann nicht darum gehen, sie zu bekehren, zu versuchen. Man kann niemanden bekehren. Gott muss einem das Herz öffnen. Und er tut es zu seiner Zeit. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Form gleichgültig dem Leid und der Trauer und dem Elend anderer gegenüber stehen sollten. In Apostelgeschichte Kapitel 20. Apostelgeschichte Kapitel 20 lesen wir angefangen in Vers 28. Hier warnt der Paulus die, in diesem Falle, Geistlichen, die Prediger, die Ältesten in Ephesus. Wir hatten ja gelesen, dass nachher alle Jünger sogar weinten, weil sie hörten, dass er sagte, ich sehe euch nicht mehr wieder in diesem Leben. Aber schauen wir uns an, was Paulus hier selbst sagt, in Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst. Er redet die Geistlichen an, die zu Geistlichen ordiniert worden sind. Und einige bezweifeln sogar das. Die sagen ja nicht nur, dass wir keine Kirche brauchen, wir brauchen auch keine Prediger, keine Geistlichen, keine ordinierten Geistlichen. Das steht im krassesten Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. Paulus sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder zu Geistlichen, zu Ältesten, zu weiden oder zu führen, zu leiten die Gemeinde oder die Kirche Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen. Zu euch kommen, reißende Wölfe. Andere, die sich als Geistliche ausgeben, aber die Wahrheit nicht verkünden. Die Herde nicht verschonen werden. Deswegen muss man auch sehr aufpassen, nebenbei gesagt, wenn man sich so Predigten auf dem Internet von anderen, in Anführungszeichen, Geistlichen anhört, damit man nicht verführt wird von denen. Prüfen Sie alles, was gesagt wird, anhand dessen, was in der Bibel steht. Und behalten Sie das Gute. Ich weiß, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Schauen Sie, er hatte sehr große Besorgnis für das Heil der Kirche. Und er hat sie unter Tränen, 3 Jahre lang, wie er sagt, Tag und Nacht ermahnt. Das wird so passieren, passt auf, dass ihr euch nicht verführen lasst. Er hatte sehr große Besorgnis. Es kann aber nicht nur um theoretische Lehren gehen, es muss auch um praktische Anwendung gehen. Und so lesen wir ein interessantes Beispiel im 1. Korintherbrief im 5. Kapitel. Im 1. Korintherbrief Kapitel 5. Die Verse 1 und 2, auch hier wiederum wird ganz klar von einer Gemeinde gesprochen, sonst würde diese Stelle gar keinen Sinn ergeben. Aber hier war eine offensichtliche Sünde, die praktiziert wurde vor den Augen aller. Und keiner hatte etwas dagegen zu sagen, etwas dagegen zu tun. Die haben das alles so toleriert, vielleicht hatten sie sogar diesen Hochmut, von dem wir gelesen haben, wo sie meinten, ach, wir sind so tolerant, wir können dies alles so akzeptieren und Gott sieht das auch so. Nein, Paulus sah das keineswegs so und Gott sah es auch nicht so. 1. Korinther Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es noch nicht einmal unter den Heiden gibt. Dass einer die Frau seines Vaters hat. Einige sagen, es war die Schwiegermutter. Andere sagen, nein, es war sogar die richtige Mutter. Wie auch immer. Vers 2. Ihr seid aufgeblasen, seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Er lebte in offensichtlicher, allgemein bekannter Unzucht mit seiner Schwiegermutter zusammen oder seiner Mutter, natürlich auch in sexueller Beziehung. Und die wussten das alles und taten nichts davon und darüber. Und waren aufgeblasen, waren stolz, dass sie so tolerant waren. Nun, später haben sie in der Tat das Richtige getan. Sie haben zunächst einmal zeitweilig diesen Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aber dann kam die Reue. Dann bereute dieser Mensch. Und so sagt Paulus, nehmt ihn wieder auf, nachdem er wirklich bereut hatte. Und so lobt er auch die Korinther im 2. Korintherbrief, im 7. Kapitel. Angefangen Vers 6.
Und hier wird uns etwas gesagt über wahre Reue, wahre Bekehrung. Es gibt nämlich auch eine falsche Bekehrung. In 2. Korinther Kapitel 7, angefangen Vers 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns auch durch die Ankunft des Titus, nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, das einherging mit wahrer Reue, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch den Brief, diesen ersten Brief, traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich jetzt doch nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Schauen Sie, darum geht es. Es ist Zeit zu weinen, um zu bereuen, um sich zu ändern. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Aber die Traurigkeit der Welt, die bewirkt den Tod. Schauen Sie, die bringt ja nichts. Die ist nur zeitweilig, die ist ja nicht echt. Aber es geht um die wahre Reue. Die wahre Erkenntnis, dass man sich ändern muss. Die Traurigkeit über das, was man ist, wie man lebt. Und die bringt eben eine Änderung zustande. Und das ist eine Änderung, die man nicht bereuen muss. Denn das ist ja eine Änderung, die dem Willen Gottes entspricht. Kehren wir zum Buch Amos zurück im Alten Testament. Denn wir sprechen ja über andere, die Leid tragen, die durch Probleme gehen. Manchmal Probleme, die sich selbst erzeugt haben. Aber gleichwohl bedeutet dies nicht, dass wir dann dem gleichgültig gegenüberstehen sollten. Amos Kapitel 6, angefangen Vers 3. Er spricht die an, die meinen, vom bösen Tag weit ab zu sein. Und viele denken auch heute, auch das, was wir so hören in der Welt, das wird so schlimm nicht sein. Und wenn überhaupt jemand daran glaubt, dass Christus zurückkommt und dass er zu einer Zeit der Trübsal zurückkommt, ach, das wird noch lange nicht der Fall sein. Die meinen, vom bösen Tag weit ab zu sein. Und ihr trachtet immer nach Frevelregiment, Vers 4, die ihr schlaft auf elfenbeingeschmückten Lagern, euch streckt auf euren Ruhebetten. Ihr esst die Lämmer aus der Herde, die gemästeten Kälber, spielt auf der Harfe, erdichtet euch Lieder wie David, trinkt Wein aus Schalen, salbt euch mit dem besten Öl. Aber, und hier wird jetzt die Motivation angesprochen, aber ihr bekümmert euch nicht, oder ihr seid nicht betrübt über den Schaden Josefs. Josef natürlich wiederum, das endzeitliche Josef, Ephraim und Manasse, seine beiden Söhne, die heute hauptsächlich von den Nachfahren her in England und in Amerika leben. Aber es geht nicht nur um diese Länder, es geht um alle Menschen. Wenn wir uns nicht bekümmern um den Schaden, der durch die falsche Lebensweise angerichtet wird, dann fehlt uns etwas. Wenn wir heute das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, eine gute Nachricht, dann auch deshalb, weil wir erkennen, wie verkehrt die Welt lebt. Und weil wir erkennen, dass sie sich selbst Schaden bringt. Und weil wir hoffen, dass einige zumindest die Wahrheit erkennen und sich davon abwenden zu ihrem eigenen Besten. Gott hier hält die verantwortlich, die sich nicht um den Schaden Josefs bekümmern, denen das gleichgültig ist. Und so lesen wir im 8. Kapitel, Amos Kapitel 8 und Vers 10. Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Länder den Sack bringen, alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn, und sie sollen ein bitteres Ende nehmen. Weil sie eben diese gleichgültige Lebensweise zeigten. Wir finden eine ähnliche Stelle im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 9. Eine endzeitliche Prophezeiung, die aber auch symbolisch zu verstehen ist, in dem Sinne, dass sie uns eine gewisse Haltung nahe bringt, wie wir leben sollen und wie wir eben nicht leben sollen. Hesekiel Kapitel 9, angefangen Vers 2. Da hatte Hesekiel ebenfalls eine Vision. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Wege vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt. Und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite.
Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar, Vers 3, und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause, und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, Vers 4, und sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern, über alle Gräuel, die darin geschehen. Schauen Sie, die sind bekümmert um den Schaden Josefs, um den Schaden Judas, um den Schaden der Welt. Die seufzen und jammern. Und zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte, gehe ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Und eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Warum? Warum wird es solche schreckliche Zeiten geben, wo nicht sehr viele Menschen am Leben sein werden, wenn Christus zurückkommt? Warum? Vers 9. Er sprach zu mir, die Missetat des Hauses Juda und Israel sind allzu groß. Und es geht nicht nur um die. Damit fängt Gott an. Es geht um alle Menschen. Aber die sind allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande. Und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen, der Herr hat das Land verlassen. Der Herr sieht uns nicht. Schauen Sie, wir können tun, was wir wollen. Gott kümmert sich nicht um uns, wir kümmern uns nicht um ihn. Wie ich letztens gelesen habe in einer sehr interessanten Novelle. Ich weiß gar nicht, was Gott von mir will. Ich habe ihn die ganze Zeit alleine gelassen. Das ist die Haltung. Man kümmert sich nicht um das, was Gott will. Aber Gott wird uns alle aufwecken. Nun, die Menschen hier, die seufzen und klagen, die klagen auch deshalb, weil sie sehen, dass Gottes Gesetz nicht gehalten wird. Das Gesetz, das uns Gutes bringt, wenn wir es halten. Natürlich schwebt der Fluch des Gesetzes über uns, wenn wir es brechen. Der Sünde sollt, ist der Tod. Schauen wir uns Psalm 119 an. Schauen wir uns an, welche Einstellung David hatte im Hinblick auf das Gesetz Gottes. Fragen wir uns, ist das unsere Einstellung? Oder leben wir so gleichgültig in den Tag hinein, kümmern uns nicht um das, was Gott uns sagt in seinem Wort. Psalm 119 und Vers 136. Hier sagt David, meine Augen fließen von Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält. Er weinte kontinuierlich, weil das Gesetz nicht gehalten wird und weil dadurch Schaden erzeugt werden würde. Wie ich sagte, Christus hat geweint. Er weinte, als er am Grabe von Lazarus stand. Er weinte bittere Tränen, flehte zu Gott um Hilfe, damit er nicht sündigen würde. Aber er weinte auch in anderen Gelegenheiten. Lukas Kapitel 19. Schauen wir uns die Verse 41 bis 44 an. Lukas Kapitel 19, angefangen Vers 41. Und als er nahe hinzukam, da sah er die Stadt Jerusalem. Und er weinte über sie. Und er sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Das galt damals, das gilt heute. Und nicht nur für Jerusalem, für alle Menschen. Wenn alle Menschen doch erkennen würden, was zum Frieden dient. Aber heute wird vielfach schon wieder von Krieg gesprochen. Wir müssen hier eingreifen, wir müssen da was tun. Die Menschen meinen, sie könnten durch Krieg Frieden erzeugen. Etwas, was nie geklappt hat, was auch nie klappen wird. Er sagt, nun ist's vor deinen Augen verborgen. Den Weg des Friedens kennen die Menschen nicht, sagt Paulus im Römerbrief. Und er zitiert eine Stelle aus dem Jesaja-Brief. Das war immer schon so. Vers 43. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde über dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Das war damals der Fall, im Jahre 70 nach Christus, als der Titus, der römische General, Jerusalem einnahm. Aber das wird sich noch wiederholen, weil ja Christus sagt, die große Trübsal wird beginnen. Die Zeit seiner Wiederkunft wird nahe sein, wenn ihr Jerusalem von heidnischen Heeren belagert sein sehen werdet, denn dann wird die Zeit der Zerstörung gekommen sein. Christus weinte darüber, weil er wusste, was geschehen würde. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Er hat ja auch gesagt, ich war wie eine Mutterhenne, die versucht hat, die Küken zu versammeln unter ihre Flügel, aber ihr habt es nicht gewollt. Als er auf dem Weg zum Kreuz war, als er dabei war, getötet zu werden, selbst da hatte er noch
Mitleid. Natürlich hatte er das mit den Menschen und das Elend, was über sie kommen würde. Lukas Kapitel 23, angefangen Vers 27. Oder fangen wir mit Vers 26 an, um den Zusammenhang zu sehen. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, Simon scheinbar ein sehr populärer Name damals, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Der war so schwach geworden durch die Folter, die Marter, die er hat erdulden müssen, dass er nicht mehr in der Lage war, diesen Querbalken zu tragen. Und es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Und Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Er spricht wieder von der gleichen Zerstörung, die er angedeutet hatte vorher und die auch noch kommen wird in der Zukunft. Dann werden sie anfangen zu sagen: Zu den Bergen fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Eine Prophezeiung für die Zukunft, wenn der Tag des Herrn beginnt. Denn wenn man das tut am grünen Holz, an Jesus Christus, was wird man am dürren dann tun? Was wird aus dem dürren werden? Also mit anderen Worten, all den anderen Menschen. Wie auch im 1. Petrusbrief es ja heißt, im 4. Kapitel, wenn der Gerechte kaum gerettet wird, was wird dann mit dem Sünder geschehen? Aber Christus weint und er sagt denen zu weinen, nicht über ihn, sondern über die schrecklichen Zeiten, die kommen werden. In der Hoffnung, dass einige bereuen werden. In der Hoffnung, dass einige von dem verschont bleiben könnten. In der Hoffnung, dass einige beschützt werden könnten von dem, was kommen wird. Kehren wir zum Alten Testament zurück, zum Buch Esra im Alten Testament, denn hier finden wir eine weitere Stelle. Auch hier wiederum etwas, was sich nicht unbedingt auf den Esra selbst bezieht. Er hatte nämlich damit nichts zu tun, aber es bezieht sich auf die Sünden des Volkes. Schauen Sie, die waren ja in die Versklavung, das Haus Juda, gegangen worden, unter anderem wegen der Entheiligung des Sabbats und der Festtage und auch wegen Götzendienst. Und Teil dazu, oder das Problem, das dazu beigetragen hatte, lag darin, dass die Juden begonnen hatten, sich mit Heiden zu vermählen, die dann wiederum die Juden von der Anbetung des wahren Gottes dann weggeführt haben. Und nachdem sie aus der Versklavung herausgekommen waren, wiederum in Jerusalem waren, da haben sie den gleichen Fehler erneut begangen und haben angefangen, sich jetzt mit Heiden zu vermählen. Und der Esra, der sah natürlich dies und er sah auch das Problem. Und schauen Sie, was hier geschrieben steht in Esra Kapitel 10 und Vers 1. Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, er sagt, was haben die getan? Was haben wir getan? Er schließt sie gar damit ein. Was haben wir getan? Da sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Nun, die hatten erkannt, was für eine große Sünde sie wiederum begangen hatten. Aber schauen Sie, hier sehen wir wiederum die Besorgnis des Esra für das Volk darüber, dass sie das Gesetz wiedergebrochen hatten und die schlimmen Konsequenzen, die daraus erwachsen würden, wenn es nicht zu einer Reue kommen würde. Wir müssen verstehen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dass wenn wir weinen, wenn wir Leid tragen, wenn wir trauern, Gott dies sieht, Gott sich daran erinnert. Keine Träne ist in Gottes Augen vergessen. Wussten Sie das? In Psalm 56. Psalm 56 lesen wir Vers 9. Psalm 56 und in Vers 9. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Und andere Übersetzungen haben hier, dass er sie in das Buch schreibt. Das Buch der Erinnerung, von der auch in Maleachi die Rede ist. Gott zählt unsere Tränen. Glauben Sie niemals, dass wenn Sie Leid tragen, dass Gott das nicht weiß. Oder dass Gott kein Mitgefühl hat. Es heißt, dass der Vater mit Christus litt, als Christus starb. Er war in Christus, als Christus starb.
Er litt genauso wie Christus. Er leidet, wenn sie leiden. Aber er sieht auch den Zweck des Leids. Keine Erziehung, wie es heißt, dient zunächst einmal oder scheint zunächst einmal zur Freude zu dienen, scheint eben Pein und Elend zu sein, aber sie dient der Frucht der Gerechtigkeit, wenn man darin geübt ist. Schauen Sie, Gott wird unsere Tränen in Freude verwandeln. Das ist der Trost, mit dem ich heute diese Predigt abschließen möchte. Ein Trost, der uns alle klar und deutlich vor Augen sein muss. Es geht letztendlich darum, dass wir ins Reich Gottes eingehen. Ich meine, kein anderes Ziel ist wichtiger als das, das ewige Leben zu erlangen im Reich Gottes. Und das heißt ja, in der Gegenwart Gottes ist Freude immer da. Und so lesen wir im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel, wenn alles geschehen ist, was geschehen soll, wenn der Plan Gottes erfüllt worden ist, wenn alle Menschen ihre Gelegenheit erhalten haben werden. In Offenbarung Kapitel 21 und Vers 4 schauen wir uns die Zeit an, wie sie dann beschrieben steht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Keine Tränen mehr dann. Aber kehren wir zurück zu dem Zeitpunkt der ersten Auferstehung. In Offenbarung Kapitel 7. Und wenn wir teilhaben sollten an der ersten Auferstehung, dann wird dies für uns bereits schon Realität geworden sein. Offenbarung Kapitel 7 und Vers 17. Das heißt, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Schauen Sie. In Jesaja Kapitel 30 wird von weiteren Begebenheiten geschrieben. Jesaja Kapitel 30 und Vers 19, dies beschreibt den Zeitpunkt der zweiten Auferstehung, wenn die Menschen, die noch nicht etwas von Christus gewusst haben, die sein Opfer nicht annehmen konnten, weil sie nichts davon wussten, die werden ihre Gelegenheit auch erhalten in der zweiten Auferstehung. Und hier wird diese Situation näher beschrieben. Da heißt es hier, du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Schauen Sie, das wird eine Zeit sein, noch in der Zukunft für die Menschen. Aber hier auch in Jesaja Kapitel 65. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 65 an. Und Vers 19. Diese Stelle eben, die wir gelesen haben in Jesaja Kapitel 30, kann sich auch auf den Zeitpunkt des Millenniums beziehen. Wenn Gott sich den Menschen offenbart, die dann leben werden. Hier in Jesaja 65 klar eine Stelle, die sich auf die zweite Auferstehung bezieht. Die Menschen, die heute Leid tragen, viel Leid tragen, unnützes Leid tragen, weil sie Gott nicht kennen, werden Gott kennenlernen. Und dann schauen wir uns an, was hier beschrieben steht. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Aber das geht nicht nur um Jerusalem. Jerusalem wird die Stadt sein, von der aus Jesus Christus regieren wird. Aber die ganze Welt wird Anteil haben an diesen wunderbaren Situationen, an dieser wunderbaren Begebenheit. Aber ich möchte auch eine Warnung jetzt zum Abschluss für Sie hinterlassen. Heute ist die Zeit des Weinens. Heute ist die Zeit des Klagens über unsere eigene Situation, über die Situation anderer, über die elendiglichen Situationen, die in vielen und bei vielen bestehen. Warten Sie nicht zu lange damit. Denn es kann geschehen, dass Sie vielleicht zu lange warten und dann wird Ihr Weinen nichts mehr bringen. In Hebräer Kapitel 12 wird diese Warnung ausgesprochen. Als letzte Stelle heute. Hebräer Kapitel 12. Da sagt er zunächst in Vers 11, eine Stelle, die ich schon verschiedentlich jetzt erwähnt habe. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit und ich möchte hinzufügen, Freude.
Darum, Vers 12, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchele wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde, vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Vers 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Man kann Gottes Gnade versäumen. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Auch hier wiederum klar eine Bezugnahme auf die Gemeinde, die Kirche Gottes. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Reue, keinen Raum zur Gesinnesänderung, obwohl er sie mit Tränen suchte. Jetzt suchte er sie mit Tränen, aber jetzt war es zu spät. Er konnte den Segen nicht mehr ererben. Das ist die Warnung an uns alle. Heute ist die Zeit des Weinens. Warten Sie damit nicht zu lange. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.